Das heißt auch, dass die heutige Krise sich auch auszeichnet durch die Schwäche und die Ohnmacht der USA. Sie wollten mit ihrer Intervention eigentlich seit den 70er Jahren, wollten sie den Nahen Osten kontrollieren. Und sie sind heute weiter entfernt von diesen Zielen als je zuvor. Und diese Ohnmacht in den USA sieht man auch an der Wirtschaftskrise in den USA selbst, die hohe Staatsverschuldung und die politischen Konflikte. Ja, in Syrien tobt seit 2011 ein Bürgerkrieg, welcher bereits um die 200.000 Menschenleben gefordert hat. Auf diesen Konflikt gingen riesige Protestwellen im Zuge der arabischen Revolution voraus und auch jene stellten vor allem die Forderungen nach sozialen und wirtschaftlichen Verbesserungen auf. Aber eben auch hier sieht man, dass diese Proteste, die sich eigentlich gegen das Kapital, gegen die Ausbeutung, gegen die Unterdrückung gewandt haben, genutzt wurden von den Partikularinteressen, von den verschiedenen regionalen Mächten, wie auch internationalen Mächten, um in reaktionäre Bahnen gelenkt zu werden. Von Saudi-Arabien, von Katar, von der Türkei, von den USA mit aufgebaut und haben dazu geführt, dass sich diese Konflikte irgendwann in ethnisch-religiöse Konflikte umgewandelt haben. ISIS entstand im Irak. Sie war einer der vielen dschihadistischen Organisationen, welche im Rahmen des breiten Widerstandes von Teilen der sunnitischen Bevölkerung kämpften. Ihr heutiges Gewicht erreichte sie aber erst im syrischen Bürgerkrieg. Und darauf reorientierte sie sich eigentlich wieder auf den Irak. Ja, und es ist sehr wahrscheinlich, dass ISIS in ihrem Kampf in Syrien mit der Legitimation, dass sie gegen Assad kämpfen, durch Gelder aus den Golfstaaten, aus Saudi-Arabien und aus der Türkei finanziert wurde. Ja, was vielleicht einfach spannend dabei ist, dass der islamische Fundamentalismus eigentlich paradoxerweise stark mit der Machtpolitik des Westens und seinen Verbündeten in den Golfregionen verknüpft ist. In unseren Medien wird das ja immer so als Kulturkampf irgendwie dargestellt, aber im Wesentlichen ist es eigentlich ein Kampf um Ressourcen und Einfluss von den großen Players in der Welt. Ja, was man einfach auch sagen muss, dass sowohl die PUK als die DPK eine sehr korrupte Führung haben. Barzani hockt auf Milliarden und was man schon sieht, dass sie vor allem Interesse haben, um ihre Erdöleinnahmen zu bekommen. Man kann einfach die kurdische Bewegung oder sagen wir mal die kurdische Bevölkerung nicht als Einheit wahrnehmen, sondern den nordkurdischen Teil unter der Führung eines Milliardärs, der mit der Türkei kollabiert, auch gegen die PKK. Andererseits verfolgt Barzani damit auch eigene Ziele, indem er die PKK bekämpft, versucht er seine eigene Partei zu stärken, seinen eigenen Einfluss. Weil was man klar sieht, ist, dass Barzani nicht für eine Lösung einsteht, die der ganzen Bevölkerung irgendwie Reichtum geben würde oder den Besitz abschaffen würde oder so. Im Gegensatz zu PKK, wo unter Öcalan ja doch von Anfang an sozialistische Ideen hat. Das kurdische Volk besteht aus 40 bis 50 Millionen Menschen, darunter sind Aleviten, Sunniten, Schiiten, Christen und Jesiden. Der größte Teil des kurdischen Volkes lebt in der Türkei, danach folgt Irak, Iran und Syrien. In der Türkei wurde seit langer Zeit eine sehr große Assimilationspolitik betrieben. Man wurde unseren Wurzeln, man hat die Sprache verboten, man durfte die Sprache auch nicht lernen in der Türkei selbst. Und 1979 ist damit die PKK entstanden. Also die PKK wird in Europa selbst und auch in Amerika als eine Terrororganisation bezeichnet, obwohl es eigentlich nur das Volk verteidigt, sozusagen. Das kurdische Volk, wie gesagt, wurde in der Türkei auch verfolgt, gefoltert, verbrannt. Dörfer wurden bombardiert, wahllos, mit der Begründung, dass PKK-Terroristen dort seien.
Und dadurch ist natürlich ein großer Widerstand entstanden. Es gab sehr viele Massaker innerhalb der Türkei selber. Und das Morden endet leider nicht und nimmt einen unbeschreiblichen Ausmaß in Kobane und Schingane. Kobane. 2012 gab es eine Revolution in den kurdischen Gebieten Nordsyriens. Und die Kurden riefen ihre Autonomie aus. Rojava, was übersetzt Westen oder Westkurdistan heißt, besteht seitdem aus drei selbstverwalteten Kantonen. Afrin, Cizre und Kobani. Es leben zahlreiche ethnische und religiöse Gruppen friedlich miteinander und können ihre Religion frei ausleben und ihre Sprache sprechen. Die Neuformierung kann man als demokratisches Experiment bezeichnen, das als demokratischen Konföderalismus gesehen werden darf. Das heißt, die Beschlüsse werden von unten nach oben dekliniert und nicht von oben nach unten. Dieses Modell steht für den türkischen Staat und für und vielen kapitalistischen und imperialistischen Staaten eine Bedrohung dar. Daher versucht die ISIS mit Unterstützung des türkischen Staates mit aller Kraft dieses System zu überdenken. Aber ich werde nicht viel reden, weil warum reden, wenn Bilder mehr als 1000 Worte sind? Dann hier, also hier sieht man einfach, dass die Leute nicht mal Zeit hatten, überhaupt Schuhe anzuziehen. Und ihr müsst überlegen, bald kommt Winter und die haben immer noch keine Schuhe. Dann seht ihr hier mit ganz wenig Gepäck, müssen die einfach das, was sie wahrscheinlich einfach gefunden haben, währenddem sie flüchten mussten, haben die einfach mitgenommen. Vor allem Decken haben die versucht mitzunehmen. Und ihr seht auch die Tiere hinten. Nun ein paar Bilder zu Kobane. Unsere Geschwister werden vergewaltigt, weil sie ja gar keinen Wert haben bei den ISIS. Also die Frauen haben null Wert. Also ihr könnt sehen, dass die Leute alles dabei haben, eine Flasche Wasser. Aber wie lange reicht das? Eine Erwachsene kann zum Beispiel vielleicht also lange aushalten, weil sie weiß, ja, ich darf nicht so viel trinken, weil ich nicht so viel dabei habe, aber ein Kind. Wenn ein Kind Wasser sieht, dann möchte es Wasser trinken und dann versteht er nicht, nein, wir haben nichts. Dann hier ein Vater. Zum Schluss kann ich noch sagen, dass wir Kurden immer glauben werden an die Freiheit und es wird Freiheit geben und wir wünschen Freiheit für alle unterdrückten Völker der ganzen Welt. Aus sozialistischer Sicht gesehen, gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen Putin oder Obama und sind alles Kapitalisten, die um ihre Interessen kämpfen und für sie ist das eigentlich so humanitäre Hilfe und so weiter, das machen sie nicht, weil sie uns gern haben oder weil sie halt mega gute Menschen sind, sondern halt um ihre Macht und ihre Vorherrschaft dort zu festigen. Ich finde, wenn Putin wollen, kann er auch gleich in Minuten den Krieg dort unten beenden. Ja, klar. Aber wieso macht er es nicht? Weil er genau gleich die Meinung ist wie Obama, wie Recep Tayyip Erdogan, also Präsident heute von Türkei, das sind alles die gleichen. Also Putin ist nicht viel besser wie Obama oder wie Erdogan. Ich bin seit 22 Jahren Mitglied vom kurdischen Kulturverein und ich bin aktiv auch immer dabei von Veranstaltungen. Aber ich finde jetzt ganz Solidarität mit Kobani, sollte man eigentlich jetzt so, was können wir für den Kobani machen? Also Lösung eigentlich müssen wir dort kommen. Was wir können in der Schweiz machen eigentlich? Das sollten wir diskutieren. Ich finde es ganz gut, dass alle da sind von verschiedenen Parteien. Das ist ganz wichtig. Mir ist eigentlich ganz wichtig, jetzt, was jetzt in Kobani läuft. Also ich habe Kollegen und Freunde, die dort eigentlich jetzt kämpfen. Und letzte Woche, wo ich meine zwei Kollegen verloren habe. Was ist so hart es klingt, es wäre mir, wenn ich in Kobani war, scheißegal, ob USA mir hilft, ob Russland mir hilft oder ob Darth Vader mit seinem Telefon steigt. Ich meine, schlussendlich, es ist wirklich
Frankie. Und da muss man sich muss man auf eine Wellenlänge kommen. Sondern was ich sehe, ist, junge Leute aufzuklären, was passiert mit Zeitung, mit was auch immer wir zur Verfügung haben, Internet, was auch immer, oder? Hauptsache die Leute wissen es. Und dann irgendwie zu sagen, was ist eigentlich ein Problem. Weil es ist ja immer das gleiche Problem. Sechs Kobane, sechs Palästina, sechs das Baskenland oder Schottland oder Burkina Faso oder Ägypten oder die ganze Welt, die einfach in den Arsch geht. Was ist das Problem? Es ist das System und es sind ein paar wenige Leute, die sich alles unter den Nagel reissen. Und da gehört ein Erdogan dazu, aber da gehört für mich auch ein Basani dazu. Auch wenn er cool ist. Genauso die Leute, die Bücher lesen, global politisch denken. Was aber nicht heisst, dass wir nicht global politisch denken, sondern eher im Affekt falsch denken. Es ist doch so, dass es beides gut will. Beide Seiten, beide Parteien das Problem von einer anderen Seite aus angehen. Und von dem her finde ich die ganzen Diskussionen von wegen, nein, das und das ist es so, statt nach dem Unterschied zu suchen, gehört man doch nach der gemeinsamen Quintessenz zu suchen. Weil es ist doch Fakt, ich meine, was da jetzt angesprochen worden ist, Information, karitative und humanitäre Hilfe. Und das sind doch die drei Sachen, die man sagen kann. Und jetzt, was weiß ich schon, allein bei einem Kuchenstand, wo man Informationen weitergibt und Geld einnimmt, um es dann wieder zu spenden, Kleidersammelaktionen und alles. Wieso nicht beides verbinden? Und was mache ich schwierig, weil wir reden über Zusammenhänge, wo nicht einfach in einem Land, in einer Gruppe von Menschen, an einem Ort irgendwie sich konzentrieren, sondern das Problem, das sich euch stellt, das ist international. Und auch die Lösung kann nur international sein. Aber es ist das erste Mal, dass ich in der Raum sitze, mit so vielen Gewalt, mit so vielen Genossen und Genossinnen, wo Kurden und Kurdinnen sind. Und das finde ich einfach mal eine verdammt geile Inspiration. Eine kleine Minderheit gehört das Kommando, gehört den Besitz über die ganze Produktion, über die ganze Gesellschaft und die grosse Mehrheit wird ausbeutet von denen. Und was wir wieder arbeiten müssen, ist, zum eben zusammensitzen und auf Basis von dem, dass wir Arbeiter und Arbeiterinnen sind, dass wir ausbeutet werden auf der ganzen Welt, dass wir auf dieser Basis wieder anfangen, uns zu organisieren, uns so zu treffen, uns international zu vernetzen und schlussendlich auch werden die internationale Revolutionen. Und das wird die Schlüsse eigentlich, eben der Sozialismus ist international und der Rest nicht. Ich bedanke bei dir, weil das zeigt mir jetzt, dass du genau das gleiche fühlst wie ich. Und zwar der Schmerz. Und nur schon mit ein paar Bildern. Cemilan, arkadaşlar var sanırım. Ben kısaca bir pratik olarak bir de genel anlamda ne yapılması gerektiğine ilişkin görüşümüzü de bildireyim. Sosyalist Emniyet Kuruluş Partisi olarak da. Türkiye'den geldim bu arada. Also er ist Vertreter von einer sozialistischen Partei in der Türkei und er ist seit ein paar Tagen in der Türkei. Er lebt in der Türkei. Buradan göndereceğimiz her frank para olarak söylüyorum. Orada hem savunma hem de günlük yaşamın idamesi için arkadaşlar tarafından organize ediliyor. Güvenli bir biçimde. Jede Franken, die wir von hier schicken, wird dort sowohl für die Verteidigung als auch für das Essen, für Alltags von den Leuten, die dort sehr gut organisiert sind, verteilt. Yine dost doğru söyleyelim. Çok açık, dünya genelinde kapitalizmin yıkılıp yerine sosyalizmin geçeceği bir hamle, bir hareket dönemi gelmiş durumda. Bütün dünyada ihtiyaç bu. Adını koyalım, koymayalım. Olay tam da budur. Also wir sollen offen und ehrlich sagen, auf der ganzen Welt jetzt stehen wir vor einem Punkt, mit dem Kapitalismus geht es nicht weiter, es braucht Sozialismus. Das ist die einzige Lösung.